So, jetzt bin ich da. Der Stromausfall hat gerade meinen Sound auch zerfickt. Also, dieses Puff hat quasi auch den Sound kaputt gemacht. So, jetzt sollte es passen. Okay, musste ich auch gerade noch umstellen, aber da habe ich halt natürlich, habe ich gerade dran gedacht, das hatte ich gerade nicht dran gedacht. So, ja, wir spielen natürlich jetzt Resident Evil 4. Wir haben da ja schon quasi ein Video zu angefangen, vielleicht habt ihr das schon gesehen, wobei dann wäre das sportlich gewesen, weil wir haben ja noch nebenbei gestreamt, aber hey. Wir machen das so, dass ich neu anfange. Und ich werde es auf normal spielen und nicht auf volle Pulle. Auf Veteran, weil Veteran ist mir zu krass. Also ich fand das so heftig. Das war so unangenehm alles. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs, die natürlich jetzt auch nochmal reinkommen. Vielen Dank Nidofa, dankeschön Gerrit, dankeschön Darkcool Gamer, Zapcrafter Lord. Vielen, vielen Dank an eure Subs. Vielen, vielen Dank. So, starten wir mal. Mal gucken, wie das ist. Ich spiele es mit Maus und Tastatur. Fortsetzen nicht. Neues Spiel. Und wir spielen auf Standard. Für jene, die Resi 4 nicht gespielt haben. Für jene, die Resi 4 gespielt haben, vertrauen ihre Fähigkeiten haben. Nee, habe ich nicht. Standard. Standard. Schicke Friese, Jay. Dankeschön. Spiel ein bisschen lauter gemacht für euch. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Ab nach Spanien. Schön Siesta machen. Oder Fiesta? Ich weiß es nicht. Oh, die habe ich doch gerade gesehen. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich mistiger sein, hä? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Ja, cool. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist es. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Er geht kacken. Der Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Oh.
Ist auch ganz einladend, da so komische Kreuze. Vaya sitio más tétrico. Hey! Hay alguien ahí? Da hat aber viel gestrullert. Sehr viel gestrullert. Wieso rennt denn der da hin? Wie dumm ist er denn drauf? Er ist super dumm. Der gleicht sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Ich wollte schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Die Polizei. Nicht, dass sie einen Strafzettel kriegt. Ja, ist schon ein Five-Hettler. So, Kapitel 1. Jetzt ist die Frage. Spielen wir weiterhin... Ich weiß gar nicht, ob ich das umstellen kann. Die Language... Da hatte ich ja überlegt, ob ich vielleicht Englisch mache, aber ich fand Deutsch jetzt auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und die letzten Resi-Teile hatten wir ja auch quasi auf Deutsch gehabt. Guck mal, ich kann es ja auch eh nicht ändern. Ja, dann bleiben wir auf Deutsch. Alles gut, wir bleiben auf Deutsch. Dann gehen wir mal den Polizisten suchen, der eher alles voll gepisst hat. So, jetzt lasse ich mir aber ein bisschen mehr Zeit als beim Dingens. Beim Anspielen, weil da wollte ich halt schnell durch. Aber gut, ein bisschen kenne ich natürlich jetzt trotzdem schon und... Aber mal schauen. Moment, ich konnte mich irgendwo hier ducken, ne? Ging dann nochmal? Ah, ne, hier geht das nicht. Aber eh wäre es hier. Wie weit ist der denn gegangen? Das sind die Raben. Ja, wie weit ist er nur gegangen? Immer noch schön. Immer noch schön. Armes Bambi. So, runter da. Ich hab so Bock auf das Spiel, ne? Ich hab so Bock auf das Spiel. Ah, jetzt gucken wir uns das Dorf auch gleich richtig an. Aber erstmal sind wir ja hier noch. Hier war ich ja auch noch. Ich weiß gar nicht, aber... Ich glaube, am Anfang kannst du auch noch gar nicht so viel irgendwie kaputt machen. Oder suchen. Ach, hier hinter war ich nicht. Aber hier ist auch nichts. Enttäuschend. Das ist ja enttäuschend. Ja, also ist das Remake von Teil 4. Sieht ein bisschen anders aus als damals. Und ich kann mich auch echt nicht mehr so viel dran erinnern. Von daher ist das ganz geil. Ich meine, ich habe auch 4 nie durchgespielt. Nie komplett durchgespielt. Jemand, da bin ich mir ziemlich sicher. Hallo? Ein bisschen, ja. Ein bisschen ist ja auch das Kreuz. Das kann ich noch mal gucken. Was war das? Das Urteil naht. Mhm. Mhm. Cool. Sehr cool. Ah, hier ist nix. Hier ist nix zu looten, oder was? Guck mal, das sind die gleichen... Wenn ich jetzt Tarkov spielen würde, ich würde F drücken zum Looten. Ohne Scheiß. Ein paar Schlüssel holen. Aber nein... Gibt es natürlich hier nicht. Na, da können wir noch nicht durch. Also gehen wir mal hier. Den alten Hausherrn besuchen. Ist hier was hinter? Hallo? Hallo? Diese Fallen einfach, ey. So sieht Bram auch aus, nachdem er wieder auf dem Trip war. Sorry, dass ich so reinplatze.
Oha. Ja. Das lief wohl gar nicht so gut für ihn. Das Spiel ist so krank. Geht direkt weiter. Das wäre langweilig, wenn es hier aufhören würde. So, Schlüssel der Jagdhütte haben wir. Okay, wir haben Messer und wir haben 10 Schuss. Das ist ja schon mal etwas. Und hier haben wir... Wie das riecht. Frag mich, was das sein könnte. Sind das Haare? Es tut mir leid, dass ihr jetzt Werbung habt. Zumindest ein paar. Aber würdet ihr sagen, ist das Werbung. Sind das Haare? Es ist so ekelhaft. Eintopf. Da ist jemand mit langen schwarzen Haaren wohl. Ach, das arme Kaninchen. Oh gut, so sieht das halt aus, wenn du die auseinandernehmen musst, ne? Nationales Polizeikorps Mario Fernandez Castaño. Kann ich da noch drehen? Dreh ich denn? Ah, so. Nix zu finden. Guten Tag. Einmal in die Jagdhütte bitte rein. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Es ist alles so herrlich einladend. Diese Atmosphäre, I love it. Hallo? Warum könnte die Präsidententochter nicht einfach hier sein? Scheiße, ich dachte, da wäre Loot drin. Okay, in Ratten ist scheinbar kein Loot. Sieht gar nicht gut aus. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Was ist hier nur los? Ist auf jeden Fall alles nicht so gut hier. Jetzt habe ich einen Schuss weggeballert, ohne dass das was dachte. Das war ja schon belastend. Was war das? Hallo? Ah, die Ratte liegt da noch. So, ich weiß doch schon, dass hier... Nicht dein Ernst. Das ist so geil. Oh Gott. Junge, was? Okay. Das ist nicht mehr witzig. So viel zu Veteranen. Junge! Wie viel habe ich daneben geschossen? Ja. Das ist ja mega. Gut, dass ich jetzt noch 3 Schuss habe. Fuck! Einfach 6 rausgeballert, ey. Ich bin so am Sack. Nee, warte mal. Ich kann nicht eben auflauern. Man kann ja backstabben. Oh nö! Das war gar nicht backstab! Alter, ich hab wieder daneben geschossen. Oh mein Gott, ich hab keinen Schuss mehr. Fuck my life! Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ich hier nochmal Munition? Hallo? Okay, ich gehe wieder weg. Hallo? Wir können das auch friedlich klären, Leute.
Aber ich glaube, das wollen wir nicht, oder? Komm, werf doch nochmal. Okay, er wirft nicht. Die kleine Fleischbohne wieder am Start. Alter. Da kannst du aber auch nichts gegen tun, ne? Wieder ganz entspannt. Jetzt lebt der eine bestimmt noch, ne? Ja. Okay, immerhin habe ich den kaputt gemacht. Ah, warte mal. Die Munition, ne? Ich mach mal... Ja, stimmt. Ich mach mich zur Seite. So. Könnte mich... Ne, ich bleib... Ich glaube, ich bleib hier, oder? Ich glaube, ich bleib hier. Dürfte ich nicht so viel im Weg haben. Oh mein Gott, Alter, was ein Anfang schon wieder. Purer Stress. Und ich dachte, Veteran sei entspannt. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Baby Eagle? Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Muss groß wohl eher. Ich bin selbst raus. Ja, da, nee, der hat ich wurde doch auf der anderen Seite der Schulter getroffen. Ah, hier ist nix. Okay, jetzt können wir uns hier, glaube ich, noch mal ein bisschen voll looten, oder? Wenn ich mich noch recht erinnere. So richtig ein... So richtig, richtig einladend hier der Ort. Schon geil. Also schon sehr nice gemacht. Richtig cool. Den könnte ich jetzt abschießen, wenn... Scheiße. Wenn ich Munition noch hätte. Ah. Aber Munition. Ehrlich. Nehme ich. Damit komme ich gar nicht durch, ne? Muss schon durch die Tür durch. Na gut. Hallo? Kann ich schon gar nicht mehr dran erinnern, obwohl er gar nicht beim Montag aufgenommen hat. Oh. Speichert. Überspeichert, einfach knallhart die Aufnahme kaputt gemacht. Den Aufnahmespielstand. Hallo? Ich scheiß auf die Raben. Ich brauch die Munition jetzt gerade eher. Hier waren auf jeden Fall auch Typen. Die Frage, kann ich hier kurz erst noch mal looten in Ruhe? Den plus 1? Ah, weil ich schon einen im Lauf habe, oder was? Ja, mega smart. Warnschüsse vom Messer. Ja, genau das. Ja, ich bin doch guter Polizist. Ich muss doch nicht immer alle direkt umbringen, oder? Also das finde ich jetzt ja auch Quatsch. Peseten. Peseta ist, glaube ich, die Einzahl, oder? Ist Peseten dann die Mehrzahl? Ich dachte immer Pesete. Peseta. Wo ist er denn? Irgendwo was? Ich glaube, die wissen, wo ich bin. Ach du Scheiße. Was macht der denn? Renn! Renn!
Holy shit. Alter, da kann der mit der... Holy shit, da hab ich mich erschrocken. Als er da mit der Mistgabel ankommt. Auf damit! Auf damit! Nahkampf, oder? Echt die Sau. Was hat denn? Ah, geil. Schön finishen, die Sau. Geil, geht am Messer von kaputt. Holy shit. Ey, das war ja... Oh Mann, Alter. Es ist alles schon wieder so unangenehm. Scheiß auf Veteran oder nicht Veteran. Ist... Oh Gott. Ich habe erst am Montag diese Sequenz gespielt und ich erschrecke mich trotzdem. Kann nicht wahr sein. Oh Gott! Alter, es ist doch... Was ist denn los gerade? So, komm raus. Ah, ein Schuss und ein Hit. War jetzt okay, dass das so schnell ging. Ich glaube, auf Veteran kriegst du weniger Waffen und so, ne? Aber so genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Alter Falter. Ja, danke schön. Nee, die Flash brauche ich jetzt noch nicht werfen. Ich muss jetzt erstmal hier in das schöne Dorf reingehen. Wo auch gar kein Stress kommen wird. Nein, nein, nein. Dieser Kopf, der da mal runterfällt. Wo kommt der denn her? Ach, der hing da oben drauf, ne? Ganz entspannt jetzt. Schon auf jeden Fall ein krasser Anfang. Ach du Scheiße. Das ist der, der vorher im Auto saß, ne? Die arme Sau. Ja, schön Feuer. Okay. So, ihr könnt es ja wieder mal versuchen, zumindest ein bisschen sneaky zu machen. Wird eh nicht funktionieren. Aber ich bin letztes Mal links rumgegangen. Ich gehe jetzt mal rechts rum. Hallo, alte, gnädige Frau. Ich weiß gar nicht, ob hier unendlich viele spawnen. Oder ob hier wirklich nur eine endlose Zahl von Leuten sind. Also eine endlose Zahl? Nee, die heißt eine endlose Zahl. Ist ja Quatsch, ne? Ist ja endlos. Aber eine endige? Wie heißt denn das? Begrenzte Zahl. Nennen wir es begrenzt. Endlich. Endlich ist auch gut. Endlich. Hier war ich noch gar nicht, als wir geguckt hatten. Was ist das? Wie sieht das? RP sieht das. Ich würde gerne... Ja... Es ist halt... Ich würde gerne lieber hier... Komm ich gleich rüber? Dadurch? Ich komme ja auch nicht. So, Freunde, wo seid ihr? Wo ist hier so ein Freund? Da ist eine Kuh. Nee. Hier kann ich nichts machen. Kann das hier nehmen? Guck mal, hier ist ein Weg nach unten. Interessant. Ah, wie scheiße! Was ist das denn? Was wedelt denn da oben rum? Ist das Absicht? Ist das ein Bug? Was ist das? Was geht denn da mit dem Seil ab? Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt fighten. Also rein, oder? Hallo? Dann mal los. Renn. Oh, fuck my life.
Fuck my life! Fuck my life! Fuck my life! Ah! Oh mein Gott! Oh, hinter mir ist einer. Leute, ich kann mehrere hitten. Wusste ich nicht. Nicht! Leben. Okay. Ja, hallo? Ja, die kommen hier einfach so irgendwo her. Die Lümmel. Wieso kommen die denn von überall her? Das ist doppelt unfair. Okay, der ist tot. Oh mein Gott! Okay, jetzt ist es unanstrengend. Unanstrengend, ja, ja. Mhm. Kann ich den kaputt machen? Ich versuche den jetzt voll kaputt zu machen. Die Frage ist, wo ist er? Ja, da kann ich nicht aus... Ey, das ist ja mega unfair jetzt gewesen. Alter, was? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der denn? Deiner scheiß Kettensäge. Lass dich nach! Alter, ich habe meine komplette Maus-Sense kaputt gefickt gerade. Es nimmt kein Ende. Geht aufs Haus. Das funktioniert nicht. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Du Lump! Hallo! Okay, warum spiele ich das Spiel eigentlich auf nicht auf Veteran, wenn es eh komplett krank ist? Alter. What the fuck? Das war jetzt krank. Er hat so viele Gegner kaputt gemacht, aber das war einfach zu krass. Das war zu krass. Okay, probieren wir doch nochmal unser Glück. Zumindest die jetzt, die Oma.
Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht. Fuck you. Dann mal los. Natürlich dreht sie sich um. Das ist so assi! Alter. Es kommen so viele einfach an! Lass das. Oh Gott. Der F-Drücken ist so eine scheiß Buchstabe. Das ist voll gut, die Ecke. Hi. Wo ist der denn eigentlich hergekommen? Alter, voll der Menschenhaufen. Wo ist der denn? Oh mein Gott. Der ist wirklich OP hier. Der Kick ist halt wichtig, ne? Um auch Munition zu sparen. Du hörst doch schon wieder schrubbern. Was ist er denn? Da ist er. Was ist denn? Nein! Ich hab die Kuh abgebrannt! Das wollte ich nicht! Was? Hallo! Was hab ich denn jetzt gemacht? Geht aufs Haus! Junge, die arme Kuh! Stress. Wollt ihr mich verarschen? La Campana. Der Undertaker kommt. Tenemos que servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Wollen die hin? Zum Bingo? Okay. Ich da was raus? Nee. Kommen, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Lieben Windmühlen in Resident Evil Teilen, oder? Alter Falter, erstmal jetzt klarkommen auf das Spiel wieder, ey. Auf sich selber, auf alles, ey. Meine Fresse. Das ist ja so krank gewesen, der Anfang wieder mal. Was ist denn das hier eigentlich? Kann ich Legende-Steuerung? Das heißt, das eine Tür? Oder was heißt das da? Gar nicht dran. Was ist das für eine Legende? Oder da ist das unverschlossene Tür.
Es ist auch unverschlossene Tür. Man weiß. So. Okay, ab durchs Dorf. Wir gehen halt jetzt schön chronologisch hier durchsuchen. Habe ich ja bei der Aufnahme nicht gemacht, weil da haben wir ja nur eine Dreiviertelstunde Zeit, um das Spiel zu zeigen. Da habe ich versucht, möglichst weit zu kommen mit möglichst viel Inhalt. Und looten ist da jetzt nicht das, was ich sagen würde. Ist das Geilste. Also ich hätte, glaube ich, Chat, ich hätte den Typen kaputt machen können, oder? Ich will übrigens kein Backseat-Gaming haben. Außer ich frage nach, wenn ich da Schrotflinte im Dorf sehe, dürft ihr das gerne timeouten, liebe Mods. Oder auch wenn es fake ist oder wie auch immer. Ich weiß von Sepp, dass hier eine Schrotflinte ist, aber ich will sowas nicht hören. Vielen, vielen Dank. Was? Warum ist diese Kuh überhaupt... Was ist hier passiert mit der armen Kuh? Ich bin ja einfach nur geflohen. Und plötzlich explodiert diese ganze... Was ist das? Pommes? Pasta? Dachte erst, das wäre Maden, aber... Ja, so Kraftfutter, ne? Ach so, da ist die Kuh. Ach, dieses arme Tier. Das war nicht meine Intention. So, kann ich hier runter, theoretisch? Ja, sieht man nicht. Erstmal hier alles durchbluten. Handgranate, die hätte ich gebrauchen können gerade. Belastend. Na, da wusste ich nicht mehr, dass da eine Handgranate theoretisch drin gewesen wäre. Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Hier kann ich ein schwarzer Maiskolben. Yum, yum. Aber wobei, es gibt so schwarze oder rote Maiskolben, ne? Ist ja sogar. Und die Seite hier ist mehr oder weniger gelootet. Ist hier noch was? Wo ich in dem Stress nicht nachgeguckt habe. Ne, sieht gut aus. Also, hier kommen wir nicht rein, weil da ist zu. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Hier ist noch. Hier war ich noch nicht. Ist wieder so ein Durchgang. Also, das muss da. Ist doch bestimmt safe irgendwann später ein Durchgang. Ich will. Diese Seite ist immer noch am Wackeln, ne? Kann doch nicht richtig sein. So, jetzt erschrecke ich mich nicht nochmal. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich war kurz davor, mich wieder zu erschrecken, weil das so lange gedauert hat. So, was haben wir hier noch? Ist nix. Auch auf den Dächern drauf, ne? Muss ich auch nochmal gucken. Wie ich da auf dieses Dach komme. Ob von hier aus, ne? Könnte ich alles zumachen. Kaputt machen. Schießpulver, Erste-Hilfe-Spray, ganz viel Munition. Mann, 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 der Waffenarsenal, was du jetzt hier findest, das ist ja angenehm. Das brauchen wir nicht zu verschieben. Ah, hallo. Hello there. Oh, perfekt. Wie kann ich die denn... auf den Schnellzugriff packen. Ist halt beides scheiße, ne? So Granaten. Ich will die Waffen eigentlich da haben. Aber ich lasse die Shotgun da jetzt einfach und dann passt das. Erstmal. Irgendwo glaube ich noch gelbes Kraut. Irgendwann hatte ich irgendwo gelbes Kraut gefunden. Aber vielleicht auch erst später. Und damit hätte ich natürlich vielleicht das Vieh kaputt machen können, ne? Ah ja. Erstmal werde ich mit der Pistole spielen. Shotgun ist nur, kommt nur in wichtigen Fällen vor. In sehr, sehr wichtigen Fällen, wo wir Stress haben.
aus, als wenn hier alles gelootet wäre. Kann ich einfach runter? War ich da schon drin? Ich weiß das schon ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Nee. Ah! Oh mein Gott! Alter! Holy shit! Bitte was? Alter! Mein Herz! Alter, mein Herz! Das habe ich halt gar nicht mitbekommen in der Aufnahme, als wir aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt da so war, aber holy shit. Hab ich mich erschrocken. Okay, kommen wir leider noch nicht rein. Was brauche ich denn dafür? Verschlossene Schublade. Tür mit Insignie. Ja. Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich bin's irgendwann Dietrich oder sowas. Alter Falter. Boah, leck mich am Arsch. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Ja, bin ich hoch. Da brauche ich wahrscheinlich dann jemanden, der mir hilft. Okay. Ich glaube, ich habe eigentlich jetzt alles so durchsucht. Außer hier die Mitte, ehrlich gesagt. Diese Leute sind krank. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Was machen wir denn die Hühnereier? Etwas Gesundheit wieder her. Das ist aber ein bisschen, als das ist aber mehr als ein bisschen. Oder etwas. Schon okay so. Um so Menge. Oh. Ey, ich komme immer noch nicht auf diesen Jumpscare klar, ne? Ich hab den nicht erwartet, also so gar nicht erwartet. Alter Falter. Der war richtig böse. Der war richtig, richtig böse und mies. Ich bin halt davon gar nicht ausgegangen, dass hier auch nur annähernd jetzt einer ist, weil die ja alle in die Kirche gegangen sind, ey. Nee, Resi 8 und Resi 4 spielen an verschiedenen Orten. Das ist in Spanien hier. Und da Resi in 8 in Rumänien, glaube ich. Oder in fiktiven Rumänien. Das ist die Windmühle, ja genau. Der war auch ganz toll. So, wie funktioniert das jetzt? Kann ich hier aufbewahren? Sachen. Kann ich das da nicht aufbewahren? Bewegen. Hä? Hä? Okay, kann ich gar nicht alles. Gucken, was? Okay, eigentlich nur die Erste-Hilfe-Sprays. Oh, dann kann ich auch das erstmal machen. Wenn ich Platz habe... Achso, das 4 ist das Maximum. Wie Diablo hier. Den Koffer anpassen. Eigenschaft des Koffers, die Pfundrate für Post. Was? Okay, wild. Was es da gibt. Aber da habe ich noch keine Ahnung von. Wir speichern kurz, dann muss ich Pipi machen, weil das war jetzt gerade. Der Schreck ging auf die Blase. Ich bin sofort wieder da, Chat.
Oh. Lecco mio. Speichervorgänge 2. Ach, da steht dann, wie häufig ich gespeichert habe, oder was? Ich glaube... Egal. Never mind. So. Ja, ja, hier kann ich mich auch noch an gewisse Szenen erinnern, die mir gar nicht zugesagt haben. Diese scheiß Kuh, ne? Es ist unfassbar. Diese Kuh ist irre. Die sind viel schlimmer als die Menschen hier. Wenn das Menschen sind. Hier müssen wir jetzt die blauen Teile finden. Hier, da, die da. Ich hatte in der Aufnahme tatsächlich nur 4 gefunden. Im Stream würde ich jetzt gerne 5 finden. Aber müssen wir gleich erstmal machen. Erstmal spielen wir jetzt hier. Wir machen die Szene hier fertig. Hallo! Vamos! Lol. Hast du mich auch versucht gerade anzugreifen? Weiß es nicht. So, wo war sie denn? Gute Bösen. So, hier, zack. 1 von 5. Ja, das ist der Auftrag. In Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. 3 Spinell gibt es dafür. 1 von 5. Weil wir haben ja gerade 1 kaputt gemacht. Rohstoffe, damit kann ich mit Pistolenmunition herstellen oder Schrotflintenmunition, irgendwas auf jeden Fall. Da brauche ich irgendeinen Schlüssel für. Aber ich glaube, wenn man das schon mal zumindest angeklickt hat, auch wenn ich weiß, dass ich dafür einen Schlüssel brauche, ist es auf der Karte schon mal verzeichnet. Das ist ja auch immer relativ wichtig ist bei so einem Spiel. So, zack, 2. Ja, hat jemand bemerkt, dass ich da bin oder was? Hier war auf jeden Fall noch was. Irgendwo hier. Oder von hier irgendwo hier. Ah, genau. 3 von 5. Ah, da ist der, der mir fehlte. In dem Häuschen. Nice, okay. Der andere weiß ich, wo der ist. Cool. Dann haben wir das. Da habe ich nicht nachgeguckt in der Aufnahme. Das war ja schon smart von mir. Ah ja. Ich erinnere mich. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Gelbes Kraut. Gut, diese. Können wir direkt mal reinballern. Herstellen. Wenn wir so eine gute Mischung schon mal haben. Das kann ich eigentlich auch schon mal herstellen, weil Rot willst du immer mit Grün theoretisch zermischen. Ich dann eigentlich nochmal. Ich kann da nur Gelb reinschmeißen, ne? Oder Doppelgrün, okay. Ja, aber erstmal warten, ob wir noch mehr Rot haben. Grün und Grün ist schlechter als Grün und Rot. Grün, Rot, Gelb ist das Beste. Rot-Gelb macht halt die. Also Gelb macht halt mehr Leben. Theoretisch. Also ist auch nice to have. Oh, da läuft wohl was im Leerlauf. Schade. Also da unten ist auf jeden Fall noch Action. Oh, da haben wir die 5. Schreit denn da? Wollte eigentlich auf die andere Seite nochmal runter. Hä? Hat er was? Hab ja nichts gehört. Oh Gott, was? Was ist da jetzt gerade explodiert?
Ist doch gerade irgendwann wieder explodiert. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung, ey. Weinkanne. Können wir gleich auch mal gucken, was wir da Schmales machen können. Was ist BSG? BSG ist Backseat Gaming. Das heißt, ihr sagt mir jetzt... Oh, Jay, um die Ecke jetzt nicht erschrecken. Da ist ein Gegner. Oh nein. Und dann ist das uncool, weil dann erschrecke ich mich nicht mehr. Das will ja keiner haben. Aber ich weiß, was hier passiert. Das ist der Vorteil. Was heißt vor oder nach? Vor. Oh, Küchenmesser, nice. Ich weiß halt, was hier ist. Ein Freund. Ein Freund mit Hammer und Kuhkopf. Alter, na klar trifft er mich. Natürlich hört er auf. Natürlich. Das ist so assi. Noch ein bisschen mehr Leben. Hallo. Ja, gerade wieder das Kampf. Jetzt kommt die Kuh dazwischen. Alter! Lauf damit! Ich will dich nicht umbringen! Das Schwein greift gerade das. Die Kuh. Greift das Schwein gerade da an? LOL! Hilf mir, Schwein! Schwein versus Hammermensch. Ja, Mann! Greift ihn an! Nein, nein, nicht mich! Nicht mich! Oh Gott! Helft mir! Freunde, helft mir! Ich werde hier verfolgt von Irren! Hallo! Hilf mir, Kuh! Life. Das war nicht so smart. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht so gut. Das hat ihn wahrscheinlich... Ah doch, das interessiert ihn. Wenn er gefinisht wird. Tu es nicht. Don't. Do not. Wo gebe ich denn diesen Auftrag jetzt eigentlich ab mit den Spinellis? Mal hier vorne gucken, was hier noch gibt. Und noch ein Hühnereichen. Haben wir jetzt ein paar Hühnereier, ne? Hätte ich eigentlich auch die snacken können. Warte mal. Hier, herstellen. Pistolenmunition geht immer. Ein bisschen Platz zu schaffen. Wir haben ja noch nicht alles durchsucht. Dann gucken wir noch mal, was hier noch so geht. Da oben waren wir noch nicht. So weiter kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Als das, wie es jetzt halt ist. Müssen wir noch das Zahnrad machen. Und dann sind wir jetzt beim Status, wo wir quasi, ja, in meiner Aufnahme zumindest waren. Und ich bin schon einmal mehr gestorben als in dem Veteranen-Gameplay. Stark. Ganz stark, Jay. Oh, vielen, vielen Dank nochmal an die Subs, die reingekommen sind. Danke an The Genius, Murmelköhler, Odin, Techbear, Schmandalus, Face, Matando, Dexter, Anaconda, Chichi oder CC,
Dunkelding, Kree, Crazy, Finn, Simmons, Dada, Beastmaster, Crown Clown, der Bauter, Grassi, Genius, vielen, vielen Dank für all eure Subs. Dankeschön. Subs vorlesen zum Puls runterkriegen. Das ist absolut korrekt. Genau das. Dafür mache ich das. Genau dafür. So. So, was geht hier? Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt abgeht. Wirklich gar keine Ahnung. Erstmal looten geht ab. Das? Ah, hier geht's zum See. Hier solltest zum See gehen. Hallo? Geh weg. Ja, ist ja auch schön, die Kuh da drin. Aber auch nur der Schädel. Der Rest passt da nicht so ganz in die Tröge. Am Viecher. Die Munition man hat auf Normal. Krass. Aber nur weil es hier zum See geht, heißt es ja nicht, dass ich nicht hier trotzdem nochmal nachschauen sollte, was hier noch so abgeht, ne? Kann ich hier irgendwelche geheimen Sachen wieder abschießen? Irgendwas, was hier irgendwo blinkt. Immer alles durchsuchen. Wichtig! Den Kuhpuzzle. Ja, so kann man es auch nennen. Das ist wahr. Bewahren. Kuhpuzzle. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Ja, never mind. Dann gehen wir doch zum Lago. Bruder freut sich auch extrem immer. Oh Gott, was? Alter. Was ist da gerade wieder passiert? Was? Ich laufe so langsam, das nervt mich. Okay, warum ist das jetzt hier explodiert? Ach so, hallo, wegen euch vielleicht. Zwei Hübschen da oben. Arriba, arriba. Andale, andale. Oh. Kommen sie runter. Jawohl. Ach so, die sind tot. Oh. Stopp. Und? Geil. Diese Explosion habe ich echt nicht gehört. Living la vida loca. Da, 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 da. Weiter kann ich das Lied auch nicht. Genau, living la vida loca. Da, 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 da. Na, 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 na. Da war ich zu langsam für Batman. Deutlich zu langsam, Alter, ey, richtig opagig. Ach, guck an, hallo. Mein Messer eigentlich noch ganz? Oh ja, Tatsache. Noch ist es da. Einmal kann ich es nur nutzen, glaube ich. Die Falle sehe ich. Kann die nicht ausmachen, oder? Was? Oh mein Gott, was? Hat er den geworfen. Ja, als ob jetzt einer mit fucking Hühner. Ich hab's so piepen hören, Mann. Hier. Ich glaube, es hat sich ausgepiept. Er hat nicht. Da oben. Schmeiß die hin! Aufs Dach? Mama nicht! Blöde Kuh. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Muss ich die aufschießen? Arriba eso!
Mach einfach mal nicht diesen. So mal ihre Phasenschill, die Alte da oben. Alter. Meine Fresse, das ist so assi, dieses Spiel. Ich hab das nicht gesehen. Diese verfickten Fallen auf dem Boden. Das ist nicht der. Was ist denn hier? Ey, ich muss überall hingucken. Muss auf den Boden gucken. Du musst auf den Himmel gucken, weil du da nicht was verpassen willst. Irgendwo ist hier eine Scheiße irgendwo. Es ist doch alles doch. Es ist doch. Es ist doch schrecklich. Es ist alles stressig. So, ich komme hier nicht rein, oder was? Warum komme ich hier nicht rein? Danke. Was ist das für ein Geräusch? Aha! Das müssen wir also abschießen. Muss ich ja merken. Habe ich das noch nicht gehört, das Geräusch vorher? Wenn ich das schon gehört habe, wird ärgerlich. Aber das habe ich noch nicht aktiv vernommen. Wir müssen irgendwelche Dinge abschießen. Aber ich glaube, hier ist jetzt sonst nichts mehr. Oder ein Hühnerei snacken. Ach, das ist ein Brau... Stellt eine geringe Menge oder stellt etwas. Okay, also braun ist besser als weiß. Das ist mein Ernst? Habe ich die nicht gerade auf... War die nicht... Bin ich da einfach reingelaufen, Alter. Ich dachte, die wäre schon abgebaut. Sehr gut, Jay. Hey, ich bin Profi. Was? Hallo? Das macht Spaß. Boah, Junge, der ist richtig zerfetzt. Ist das normal? Sieht das so aus, wenn man zerteilt wird? Dass die Därme so ein bisschen rumwedeln? Auf der anderen Seite? Da nicht. Alles normal, alles klar, danke. Wie komme ich hier hoch? Kann ich, habe ich eine andere Chance, die irgendwie zu deaktivieren? Aha. Ist das schon wieder für ein Geräusch? Ich bin gerade schon wieder da fast reingelaufen, ne? Ich sehe nicht so oft zerteilten Menschen. Ah ja, okay. Enough. Verstehe ich. Möchte ich auch nicht so häufig sehen. Was ist das? Pesetas. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon extrem viele Jumpscares gehabt in dem Spiel. Das ist schon echt geil. Also das war schon, das ist schon alles sehr, sehr nice. Und das hier ist auch alles unangenehm, wie sich das hier anhört. Geräusch. Wird immer lauter. Kann ich hier was looten? Ah.
Ja, der Baum da einfach drin im Wasser. Schick. Sehr schick. So, irgendwas ist doch da drin. Was? Wie komme ich da rein? Bin ich weiter? Hä? Da irgendwie eine Tür, die ich übersehen habe? Ach, vielleicht nehme ich die mal. Hallo? Das Piepen? So unangenehm. Ein bisschen Schiss. Aber erstmal muss ich hier noch rein. Ich fast das gute rote Kraut verpasst. Das wäre schon ganz schön scheiße gewesen. Ist das einer, der ihn irgendwen zerhackt oder sowas? Okay. Cool, 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 cool. Ja, ich muss hier durch. Oder so eine Vermutung. Was ist das? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, was das ist. Es wird auch immer lauter. Warum dreht der sich jetzt einfach um? Wie ist das denn? Ey, hör auf damit! Was geht der da durch? Hat er aber lange schlagen können. Kein Gegner. Ja, was habt ihr so im Schrank? Ach ja, ein bisschen Lektüre und eine Handgranate zur Sicherheit. Gehen wir mal in den dunklen Keller, da ist es viel cooler als draußen. Darf ich nicht drauf schießen? Was zur Hölle ist das denn? Etwas Feingefühl. Du sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind sie? Stehen bleiben! Geil, der Tyrant in spanischer Edition, oder was? Das ist ja gar, das ist gar nicht gut. So, gucken wir uns mal das Kapitelergebnis an. 1200 AP bekommen. Okay. Stark, Jay. Du kannst Speedruns machen. Cool. Opfer.
Balam. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Geil. Es beginnt jetzt. Chief! Was geht ab, Herr Palpatine? Oh, doch nicht. Was zum Teufel? Hey, sachte. Also, Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug am Ende. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Du bist aber auch komisch, ey. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja, Mann, deinetwegen gehe ich noch. Cool. Das ist bei dem das scheißegal, oder? Holy shit. Leon ist schon ein krasser Krieger, muss man sagen. Hey, wo willst du hin? Was ist das denn für ein Wichser? Was ist das für ein Arschloch? Shit, meine Ausrüstung. Ja, geil. Ja, danke schön, dass du mir das zeigst, dass ich keine Ausrüstung habe. Das hast du auch gerade gesagt. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Baby Eagle. Gut, wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Weiter geht's. So ein neues Evil Revenge würde ich auch nehmen übrigens, ne? Das war auch mal ganz cool. Die können gerne auch häufiger kommen, so Resi und Dingens, wenn sie in meiner guten Qualität kommen. Schöne Spiele. War ein Spaß. So, wir brauchen unsere Ausrüstung wieder. Ist ja geil. Geh einfach weg. Stark. Oh, na, mega. Wehe, der steht auf. Okay, der steht scheinbar nicht auf. Immerhin haben wir ein Küchenmesser. Ja. Immerhin das. Das heißt, wir können vielleicht uns da durchkloppen. Oder stealthen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht riecht er uns aber auch wieder. Ja, danke. Stealth Kill weiß ich schon, wie der geht. Schnipp, schnapp. Zeit, das ist auch geil. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Messer ist noch ganz. Okay, na bitte, wie komme ich an das Zeug denn ran? Das ist schlecht. Hallo. Geben Sie ein Messer, können Sie mit Space-Angriffe parieren, wenn die Aufforderung an der unteren rechten Bild... Schirmecke erscheint. Ach du Scheiße. Parieren auch dann erfolgreich, wenn sie Befehl bereits gegeben haben, bevor die Anzeige erscheint. Parieren sie mit guten Teilen, Geräte gegen ins Taumeln. Okay, was hätte ich denn drücken müssen? Space oder was?
Ja. Okay. Space. Ich habe Space schon gedrückt gehalten. Ich dachte, ich müsste Linksklick drücken. Habe ich das vielleicht über... Ein Wichser-Spieler hier, ne? Ein miesen Entwickler. Weil einen auch immer schocken. Lol. 1, 2, 3 gemessert? Zwei von drei gemessert. Ob ich hier Ratten messern muss. Na klasse. Da geht es schon mal nicht weiter. Du siehst mich nicht. Lästige Fabrikbewohner abgeschlossen. Wie weit geht der drumherum? Oh. Schade. Hallo. Okay, das war perfekt. Habe ich gut gemacht. Ja, ist gar nicht so schlecht da, die Nahkampfwaffen. Oh, habe ich plötzlich drei Messer übrigens. Wo kommt die denn her? Ich dachte, ich hätte eins aufgesammelt. Ja, was bringt uns das denn jetzt, dass wir da die komischen Tierchen gar kaputt gemacht haben? Ach, verschlossen. Surprise, surprise. Muss ja jetzt eine ernsthaft, das ist deren Aufgabe? Belohnung? Okay. Ui! So, dankeschön. Gib mir mal ein Ei. Herstellen. Rot. Herstellen. Rot. Herstellen. Sorry, aber das gehört mir. Alter, richtig viel. Alter, richtig, richtig viel. Bisschen flinte Munition, ist dir gut für eine nächste Boss. Ich komme schon wieder nicht durch. Aber jetzt haben wir wenigstens das, was ich gerne hätte. Für jetzt. Hier drüben, Fremder. Nice. Händler. Wer ist das? Den nehmen wir gerne mit. Aber... Vorher müssen wir einmal in Wertvolles und Schätze gehen. So, da gibt es nämlich... Kannst du nämlich jetzt in... ich weiß gar nicht, ob das vorher auch ging in dem Spiel. Aber du kannst jetzt quasi Edelsteine einsetzen. Und je nachdem, welche ich einsetze, macht das dann noch mehr Kohle. Shift. Dann nehme ich die Edelsteinbonusse. Oder Boni. Heißt das nicht eher Boni? Bonusse? Ja, genau. Also wenn du zwei verschiedene Farben hast, halt scheiße. Das ist wie beim Poker eigentlich. Dann hast du ein Pärchen, dann hast du... wobei, drei Farben ist immer noch besser. Und dann hast du ein Trio, dann hast du Doppelding. Ja, das ist eigentlich relativ logisch. Hier würde ich jetzt... Einfach, bei zwei habe ich ja nur zwei Möglichkeiten und da würde ich halt einfach das Duo reinpacken. Nämlich das. Ich kann die tauschen? Ist ja noch geiler. Oh, dann kann ich die verkaufen, dann kriege ich mehr Geld. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ah. Ja, sehr gerne, Freund. Willkommen. Der Händler. Beim Händler können Sie mit den Peseten...
Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem ihre Waffenausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die sie über einen blauen Auftrag angenommen haben, können sie sich ihre Belohnung beim Händler abholen. Ha, einsame Spitze, Fremder. Dankeschön. Aha, lol. Diese Aufgabe habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber ich habe sie scheinbar trotzdem geschafft. Okay, was ist da? Tauschen. Tauschen? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Aber wo kriege ich die? Ach, das sind die Spinelle. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Was ist denn das, Nieder? Sind das die Spinelle von den Aufträgen? Das ist, was ich derzeit habe. Wahrscheinlich, ne? Okay, da gibt es auf jeden Fall ein paar Waffen. Koffererweiterung ist schon mal immer gut bei sowas. Waffe, Alter, das Messer reparieren ist aber auch teuer. Wichtige Objekte, benutze wichtige. Ich kaufe fast alles. Okay, ich kann benutzte wichtige Objekte beim Händler verkaufen. Das heißt, dann brauche ich da logischerweise nicht mehr. Perlenkette kann weg. Seidenkristall ist dann, glaube ich, egal, weil den kann ich nirgendwo einsetzen. Die Weinkanne setzen wir natürlich. Eine Rubin behalten wir. Und die anderen Sachen behalten wir auch. Also verkaufen wir das. Ein hervorragender. Da sieht ja schon mal alles viel besser aus. So, jetzt können wir theoretisch unsere Waffen tunen. Oder ich kaufe was. Ich kaufe auf jeden Fall eine Koffererweiterung. Das ist glasklar. Sonst fuckt mich das alles ab. Ja, jetzt ist halt die Frage, holt man sich sowas wie eine Sniper oder halt nicht, weil wie viel Platz ich habe. Kann ich kommen? Jeder. Hast jetzt hier ein bisschen mehr. Shotgun nimmt halt schon echt immens viel Platz weg, so. Muss ich sagen. Aber macht wahrscheinlich Sinn, trotzdem sich irgendeine Waffe zu holen. Zeit wieder. Willkommen. 12k. Tunen das Messer fertig. A und D. Ach, guck mal, so viel kann ich da gar nicht reinballern. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. So, jetzt gucken wir uns mal an. Wir haben 1, 1, 10, 1, 1, 4. Das steht da gar nicht drin. Wie bitte? Wo wir unsere Waffen. Das ist ja blöd. Das willst du nicht wissen, Partner. Ich könnte mir vorstellen, dass halt die Punisher besser ist als halt die normale Pistole. Deswegen würde ich die jetzt nehmen. Gelbes Kraus, das wäre auch mal geil. Schatzkarte, Dorf. Ja, scheiß drauf. Gelber Diamant, finde ich auch Quatsch. Geld brauche ich nicht. Ich hole mir einfach die Punisher mal. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Jetzt, das ist eigentlich eine Glock, oder? Jetzt stellt sich mir die Frage. Stirbt, ihr da draußen nicht weg? Die hat dieselbe Munition wie die normale Pistole. Willkommen! So. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ey, wo ist denn da eine hohe Durchschlagskraft? Die hat sogar weniger Angriffskraft. Kann mir das einer erklären? 5-7 ist das, okay. Also das verstehe ich nicht. Ich finde, das ist ja mehr übelst gescammt, oder? Er schießt durch Gegner durch. Ja, okay. Ey, wir behalten die. Ist schon okay. Finde ich ja okay.
Nein, dafür die Aufträge, das passt schon. Schatzkarte Village. Kräuter. Macht wahrscheinlich auch Sinn, ne? Feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Ich behalte erstmal den Spinell. So, jetzt leveln wir die Pornischer auf jeden Fall mit Schaden hoch. Langsam verstehen wir deinen Geschmack. Weil mehr Schaden Alter. Ist immer gut. Feuerrad, Nadelangeschwindigkeit, Magazingröße. Na, eigentlich echt furchtbar egal. Wäre das behalte erstmal das Geld. Soll ich noch was verkaufen? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich glaube, ich brauche nichts verkaufen. Angenehme Reise. So, wo kann ich hier speichern? Ach ja, vielleicht hier daneben direkt. Aufbewahren. Erstaunen. Erstaunen. Da brauche ich ja das Messer gar nicht. So, jetzt könnte ich theoretisch... Ich kann nicht mal die Messer wegwerfen. Okay, krass. So was kannst du auch nicht verstauen. Ey, es ist halt krass mit dem Kraut und so weiter, dass du das nicht wegverstauen kannst. Aber dann ist das halt so. Ich denke, mit den zwei Waffen kommen wir erstmal gut klar. Wobei halt schon das Sniper halt schon gar nicht so scheiße ist, ne? Händlertipp, werde reich, schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht an der Welt zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kultsverzeichnisses. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammentragen. Kannst du mir und meinen Jungs dafür danken? Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Ja, dann holen wir uns diese Karte jetzt. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Du hast ein Faible für Schätze, was? Komm, natürlich. Liebe doch Schätze. Moment. Holy shit. Das zeigt dir schon sehr viel an. Okay. Zeit wieder. Nice. Jetzt haben wir die Punisher und die Shotgun. Passt doch. Achso, die habe ich natürlich nicht auf 1 gelegt, logischerweise, weil ich ja die Waffe gerade gewechselt habe. So. Coolio, also weiter geht die Party. Mehr Geld ist immer nice. Ist das... Da muss ich irgendeine Adler oder ein... Keine Ahnung, was reinmachen. Vielleicht ein Baby-Eagle? Stocks mit Controller. Ne. Obwohl ich manchmal schieße, als wenn ich Controller hätte. Aber das liegt einfach daran, dass ich irgendwie veräme. Diese Seile macht mich fertig. Hör, was? Hallo? Schnell! Alte Frau. Abgewehrt. Easy game. Dumme Sau. Leon ist schon schnuckliger, ne? Muss ich sagen. Ja, ist schon schnuckliger. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Das heißt, ich kletter mal da hoch. Ist ein bisschen windig hier, habe ich das Gefühl. Jetzt kann ich das Ding nicht aufmachen. Doch belastend. Bist neidisch auf die Haare. Naja, ist schon okay. Geht nicht auf. Aber ich habe das Gefühl, wir fighten wieder. Hallo. Oh, guck mal. Explosionsfässer. Nice. Stress. Hallo! Was? Wieso kommen hier so viele? Nein! Was zur Hölle ist hier gerade passiert?
Lass mich doch erstmal los. Wieso kommen denn hier so viele? Putz! Nein! Don't! Warte mal ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das ist Assi! Das ist richtig Assi! Das ist so schlecht! Das ist so schlecht alles! Noch wer? Nein! Okay, einfach mal mein ganzes Inventar wieder geleert mit Sachen. Oh, Indiana Jones! Ist auch am Start. Hätte auch einmal die Shotgun nutzen können, ne? Komm, ich benutze die jetzt, weil die so geil ist. Will die mal testen. Boom! Okay, das war jetzt eine Fake-Explosion. Was ist das denn? Muss ich hier fliehen vor denen oder... Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Du weißt halt schon, du bist gefickt. Und dann rennst du da trotzdem rein, ey. Warum tust du das? Hau ab. So viel Leben. Ja, jetzt, oh. Was? Willst du mich verarschen? Langsam habe ich genug. Ja, habe ich auch. Jetzt endlich. Mein Gott. Muss das sein? Alter. Leck mich. Ey. Hört aber auch nicht auf. Da kommt noch einer hoch. Es ist sogar so wenig, dass das Ding wie übel am Rumwackeln ist, ey. Hey, mhm. Hallo. Geht ab. War das nur der, oder? Gehst du nochmal auf? Nein. Muss auch nicht. Muss wirklich nicht sein. Okay, das ist auf jeden Fall actionlastig jetzt hier, das Toysken hier. Die Siedlung. Hä? Das ist nicht dein scheiß Ernst, oder? Hebt mir doch nicht auf den Sack. Hoho! Man muss schon gut zielen, aber dann ist nice. Der Outcome ist gut. Nicht so viel Leben, deswegen. Aber ich will jetzt nicht doppelt grün. Hä? Wo denn? Da oben. Der hängt mir vor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht soll ich doch heilen.
Sicher ist sicher. So, auf den Sack gekriegt. Da spielt es sich entspannter mit. Stirb. Nicht gut. Was wollt ihr denn hier alle von mir? Nein. Auch wenn ich dir das Genick gebrochen habe. Du musst nicht noch weiterspielen, Kollege. Ein sechseckiges Wappen. Nice. Das brauchten wir vorhin irgendwo anders. Da hinten irgendwo. Kommen die einfach immer wieder? Was? Also, als ob die hier überall wären, die Leute. Hä? Wo kommt die her? Er ist auf jeden Fall gesplattert gerade. Für den Style. Weil wenn die Musik die ganze Zeit ist, habe ich halt doppelt die ganze Zeit Stress. Kann man nicht einfach... Wir sind ein Explosionstyp. Ich könnte jetzt zischen. Okay, sie haben hier wieder so ein Explosionsdude. Aber wo? Kleiner Schlüssel. Okay. Von dir da oben? Langsam habe ich genug. Von die daher? Ich kann mit einem kleinen... Die komme ich aber nicht hoch, ne? Hey, da ist die Leiter. Hä, wo denn? Da! Kommen die einfach unendlich? Lol, was ist mit ihm passiert? Ey, ohne Scheiß, das ist doch... Lass mich doch mal entspannt hier alles durchsuchen, Mann. Aus dem Weg. Mach ich's mal auch nicht, wenn ich immer Munition krieg. Game ist geil. Alter, wo? Du blöde Kuh bist das. Ja, komm, hol raus die Scheiße. Hier, zack. Alter, und ich... Einfach, aber gut getrennt, so mittendrin. Komplett immer nur in der Taille drin. So. Ich hätte auch ein paar Granaten, Was ist das denn? Lol, das ist mein Neben... Das ist jetzt meine Koffererweiterung oder was? Krass. Nein. Nein, das ist wegwerfen. Die Shotgun möchte ich nicht in den Müll werfen. Nein, nein. Aber warum kann ich die nicht mit... Wieso kann ich... Ach, die ist auf 4. Ich dachte, das sind 4 Stück. Okay. Ich dachte, ich könnte die stacken, aber logischerweise ist 1, 2, 3, 4 die Schnellpunkte. Oh mein Gott.
Das wäre fast sehr witzig geworden. Nein, nein, nein. So blöd bin ich doch nicht. Ich bitte dich. Hallo? Hallo, Pia. Hallo. Dankeschön an der Progi, Just Inks. Dankeschön an Molgor für 5 gegiftete Community Subs für 4 Minuten. Tut mir leid, dass ich da sehr im Stress war. Dankeschön an Imperator, Jero Hiro, Cola Büchse, Küstenasi, Stormac, Paiove, Dunkmaster, Play at Daylight, Greg Bean, Krille und deine Mutter. Dankeschön. Und vielen Dank für die ganzen geilen Subs. Gelbes Kraut. Oh. Dass ich das jetzt geholt habe. Oh, erste Hilfe-Spray. Wollte ich doch nochmal hier ein bisschen die Sachen anzugucken, sagst du? So, hier haben wir keine Sachen mehr. Hier komme ich auch, glaube ich, gar nicht wirklich weiter. Sondern ich muss wirklich da durch. Durch die sechseckige Vertiefung. Also, Abfahrt. Überlegt, ob ich hier noch irgendwie so einen Revolutionär finde, aber den habe ich irgendwie nicht gehört und nicht gesehen. Deswegen gehen wir weiter. Es ist anstrengend. Dankeschön, Peppi. Dankeschön, Peppi, für den 24-fachen Sub. Dankeschön. So, der kleine Schlüssel könnte ich mir jetzt vorstellen. Den kannst du nutzen bei den kleinen Dingern, wo ich gedacht habe, da könnten Dietriche sein. Keine Spoiler, Leute. Bitte kein Backseat Gaming und keine Spoiler. Aber ich hab doch da... Aber da ist doch nichts eingezeichnet. Die müssten doch hier eingezeichnet sein. Kann ja gar nicht. Geh mal dahin gucken. Da komme ich gar nicht weiter. Doch, in die verlassene Fabrik. Ich kann nochmal in die verlassene Fabrik rein. Oh, nur das Beste vom Besten. Hey, waren ja auch Sachen zum Aufschließen. Frage war nur gerade, wo nochmal? Da drin. Oder hier? Ja, hier ist ein versteckter Schatz. Oh mein Gott! Ah! Oh! Ah! In den Verbrennungsöfen. Gut, dass ich da nochmal zurückgegangen bin. Okay. Jetzt wollte ich hier durch. So. Ah ja. Der kleine Schlüssel macht auf. Eine elegante Maske. 3 Plätze hat der Teil. Jetzt habe ich den Schlüssel vermutlich nicht mehr, ne? Ja. Okay, cool. I like it. Das heißt... Die Arbeit ruft. Naja, die Arbeit ruft, deine Mutter ruft. Das heißt, das wäre dann auch... Wenn da noch ein Schatz wäre, wäre das jetzt ja angezeigt, weil wir ja genau diese ganze geile Karte geholt haben. Das heißt, ich habe im Dorf... Das musste ich... Das war verschlossen. Das war verschlossen. Habe ich alles durchsucht, was ich haben wollte. Im Bauernhof war auch das verschlossen, der Schrein. Kann ich auch nichts dran tun. Heißt, ich habe quasi nicht wirklich was verpasst. Weiß ich nicht mehr, was hier war. Auch verschlossen, auch verschlossen. Da war ein Schatz. Nein! Wer war ein Schatz verpasst? Hm. RIP. Muss das Spiel neu starten. 17k, dann mache ich nochmal ein Update. Na dann, was kann ich für dich tun? Glaub ich mal die Snipper. Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nacht.
Kugel direkt zwischen die Augen. Die hätte ich teilweise gut gebrauchen können gerade. Noch. Kriegst du umsonst. Wie nett. Preisreduzierte Ware. Rabatte sind nur im jeweiligen Kapitel gültig, in dem sie erscheinen. Erscheinen sie für mal mit deine größeren Kohle okay. Oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir gehören. Ja, dann nehme ich das Fremder. Doch mal. Bei so einem Sonderangebot kann ich natürlich nicht Nein sagen. Wäre das dann alles? Stirb mir da draußen. So, jetzt muss ich das Zielfernrohr auch noch drauf. Das ist einfach so ein A-Guck. Warte mal. Ausrüsten, Zubehör? Zielfernrohr. Ist das jetzt attached? Nicht weg. Ha. Ha. Ah ja. Okay, cool. Vierer-Zoom. Ist das hier? Das ist das Vierer von Dingens immer. Das ist schon cool aus. Kurz einmal ordnen. Wobei ist halt super schwer, hier dazu vernünftig zu ordnen, ne? Ich kann das hier so machen, dann so. Dann kann ich das da unten hinsetzen. Den Rest, ja, irgendwo. Wird sich schon zeigen. Der Erste-Hilfe-Spray nehme ich aber mal mit, weil ich nur noch ein so ein Kraut aktuell habe. Das ist unangenehm alles. Und weiter geht die Spaßparty. Spaßtour. Hallo. Ach du, Dicker, machst du gerade Pupu? Ah, bewegst dich. Nee! Das ist doch wieder scheiße, Alter. Fucking ernst. Das ist so assi. Weißt du, da verfolgst du den. Was hat der jetzt? Nein. Don't. Okay, wir haben. Lol. Boah! Nicht schlecht, ha? Okay. Du hast da ein Bein verloren. Jetzt kann ich das. Muss ich das immer umlaufen oder kaputt schießen? Weil ich kein Messer habe. Das ist ja richtig belastend. Das ist belastend. Lass ich das einfach mal da offen. Und werde ich irgendwann mich da wieder scheiße erschrecken. Weil ich es vergessen werde. 150 Besäten. Das hat sich gelohnt, ey. Die Raben fressen heutzutage immer komischere Sachen. Oh, fuck, da war noch einer. Schade. Einfach umgefallen. Oh, wo geht's? Alter. Ja. Ja, ist das wieder ja alles sympathisch, dieser Ort. Ah, ich sehe irgendwer um die Ecke. Oh, 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 ich höre was. Chat, ich höre was. Ist wieder was, was wir kaputt machen müssen. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Einfluss ist nicht mehr, was das einmal war. Zerstör die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Aha. Wer denn? Draußen? Warte mal, war hier nicht eine Falle auf dem Boden? Es ist schon da drin. Das ist so dunkel, dass ich das nicht sehe. Oh mein Gott.
Alter. Oh mein Gott. Das sind Geräusche, die ich nicht gerne höre. Nein, heute wird nicht durchgespielt. Also glaube ich nicht, so schnell werde ich nicht sein. Hi! Da hat er den zerfetzt. Hallo! Aus dem Weg! Nicht gut. Geht aufs Haus! Spürst du das überhaupt? Ich glaube nicht. Sorry. Witz. Weh, du stehst wieder auf. Drei Granaten und eine Sniper-Shot? Okay. Aber wenn es sonst nichts ist, den Smaragd nehme ich gerne. Alter, wie der den zerfetzt hat. Der hat ihn komplett aus dem Leben genommen hier. Mit dem Arm. Boah, die ganze Seite aufgerissen. Das ist schon ziemlich nice. Das ist schon cool. Das ist schon ein nices Game. Oh. Ist das auch ein Geräusch dafür? Dass da was wieder ist? Theoretisch. Dreckig ist aber schlecht, ne? Na lecker. Wie hätte ich das jetzt machen sollen, wenn ich ihn nicht hätte dreckig gemacht? Oh mein Gott, ich hätte das vorher abschießen müssen. Nein. Okay, fuck. Da war ich zu gierig. Oh, scheiße. Ja, good to know. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Naja. Echt nicht einmal durchs Wasser ziehen oder so. Scheiße. Wäre auch gut explodiert hier dran, ne? Wäre auch schön geworden. Warum sind denn hier wieder kaputte Fallen? Kann ich hier echt wieder aufstellen? Ist das Gräber? Hier ist Toro begraben. Da irgendein Stiefel. Und hier keine Ahnung was. So, lass mich ran. Hier komme ich nie rein. Verschlossen. In deine Schatzkarte? Moment. Aus Interesse. Da hängt nix. Aber apropos Schatzkarte, wir können auf jeden Fall mal gucken. Da drin ist auf jeden Fall was. Auch wieder ein Schlüssel. Gut, dass die Hälfte der Teile schon offen ist. Geil. Wieder so ein Wink mit dem Zaunfall, hat hier gleich Hunde kommen. Gefällt mir alles nicht. Da bin ich gerade fast wieder reingelaufen. Ich gucke jetzt die ganze Zeit hier nur auf den Scheißboden. Das muss doch nicht sein. Oh, ein Spinell. Ein Spinelli. Hier rein. Ah, wie nett. Gehen wir doch mal hier in die liebe Tür. Hallo. Rauf. Oh mein Gott, der ist am Scheißen. Ja, da wäre ich auch sauer. Junge, ist der da auf dem Pott? Was hat er denn da reingelegt?
Ist das da was? Sieht nicht aus wie Kacke, sondern wie was Wichtiges. Wie so ein Rohr oder sowas, keine Ahnung. Das war bestimmt der Einzige, der nicht infiziert ist oder sowas. Dem habe ich beim Kacken gestört. Naja. Nicht mein Problem. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Das sieht ja schick aus, muss ich auch sagen. Ein Hühnerei im... Ein Hühnerei im Ofen. Aufmachen. Mehr abhauen kann. Falls hier gleich irgendwie wieder irgendein Vieh kommt. Ah. Kleiner Schlüssel, geil. Nehme ich. Was ist unser Dietrich? Da war irgendwo noch ein Schatz. Da mochte jemand die Leute wohl nicht so ganz. Endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Amen. Rohstoffe, immer gut. Aber hier ist doch... Ah! So. Okay. Ist das ein Rätsel hier aus diesem Haus? Von denen sind halt so weggekreuzt. Ein paar nicht. Oh, Handgranate nehme ich. Was habe ich denn da für Zeichen? Menschen, Schwein, Kuh, Vogel. Ja, okay, alles Mögliche. Also das ist nichts, das habe ich auf der anderen Seite schon gehabt. Da ist auch nichts zu erkennen. Das ist doch safe hier, das ist ein Rätsel, oder? Vielleicht oben. Aufbewahrung. Haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Leben? Deswegen auf jeden Fall aufbewahren. Ah. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine treuesten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinhirt sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Getreide, Schwein und Kind. Dankeschön. Was bist du denn? Kristallkugel? Okay. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Ich hab dich jetzt gerade da nicht erwartet, Kollege. Holy shit. Ich dachte gerade, was ist das wieder für Geräusche? Okay, da kann ich einfach gar nichts rein. Und jetzt ne. Die brauchen wir für irgendwas.
Frage ist, wenn ich die in irgendwie einer richtigen... Das ist doch das Zeichen. Das ist doch dieses dieses Zeichen, was hier die ganze Zeit ist. Nur keine Ahnung, was ich damit machen kann. Aber hey, gut, habe ich mir gemerkt. Freut ihr euch heute Abend auch so sehr auf GNTM wie ich? Oh lol. Das ist doch so, oder? Oder muss ich es drehen? Ah. Wer schaut sowas? Ich schau das. Das war tatsächlich sogar essentiell, dass wir das alles hier haben. Aufzeichnung des Dorfes Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager und greifen einen an. 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unstreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen. Aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sadler ausgewählt. Okay. Okay. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Ist ja cool. Ich will auch nicht ausgelost werden, bin ich ehrlich. Oh, hallo. Einmal wieder der Papst. Ein Insignienschlüssel. Das ist ein Witz. War das Frau Wong? Ich kann mich echt nicht mal an Teil 4 erinnern. Das ist geil. Oh, der Undertaker muss natürlich auch seinen Hut mitnehmen. Gabe in meinem Blut? Gabe in meinem Blut finde ich ganz schön scheiße. Ah, Kapitel beendet, Leute. Nice. Was haben wir da? Wir speichern. Ist geil, wie viele Kapitel das Spiel wieder haben wird. Aufbewahren muss man nichts. Wir können uns das Kapitelergebnis nochmal angucken. Wofür sind diese AP denn gut? Boni, können Sie im Boni-Shop Belohnung erwerben? Ah, aber außerhalb des Spiels. Dafür müsste ich es einmal beenden. Okay. Hallo, Jonathan Abel. Panda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Cool. Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. Baby Eagle, Alter. Akte lesen. Was für eine Akte. Bericht über Luis Serra. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden, nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er eine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an.
wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Cool. Ein paar Jahre später verließ Serra Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühten sich Behörden und Regierung, alle Personen mit Verbindungen zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen. Sie glauben daher, dass Serra sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Heinigens Handschrift, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, glaubst du echt, dass Umbrella einen ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forscht? Ja, natürlich nicht. Noch nicht doof. Oha. Was ist da? Was ist da? Toll! War wieder nicht hoch. Belastend. Fluchtleiter. Ja, okay. Bringt uns jetzt noch nichts. Weil hier können wir noch nichts machen. Also müssen wir jetzt mit dem Insignienschlüssel weitergehen und dann wahrscheinlich da den Weg einfach folgen. Ach, dunkler. Du auch, hm? Ich kotze jetzt schon. Er wird mich doch angreifen. Ich bin so ein netter Kerl. Jetzt greift er mich an. Pass auf dich auf, Kleiner. Ich bin erstaunt. Okay. Ey, mal gucken, was passiert. Gucken, ob ich gleich angegriffen werde, ob ich gerettet werde. Ein guter Mensch war oder nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier mit dem Insignienschlüssel durch. Alter, ist das dunkel. Holy shit. Ah, jetzt geht es wieder. Okay, wieder speichern. Hat jemand wieder seinen Stiefel vergessen? Hat sich der Boden gerade da bewegt? Okay, hier ist nix. Noch nicht. Schon lange keinen Auftrag mehr gehabt. Oh, hallo. Hä? Warum rennt er denn einfach weg? Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh Gott. Moment. Lol, hier bin ich jetzt. Da können wir jetzt runter. Sieht ein bisschen anders hier jetzt aus, wieder in dem Dorf. Ach scheiße, ich dachte, der erste Schuss hätte nicht getroffen. Ja, mega. Ha, die Kuh liegt hier immer noch. Lol, der Typ ist nicht mehr da. Oh mein Gott, heilige Scheiße. Lol. Was ist das denn? Das sind aber keine netten Wölfe. Das sind definitiv keine netten Wölfe. Also, tut mir leid, aber das waren keine netten Tierchen. Aber was sind...
denn hier schon wieder jetzt los? Ach, ey, nichts mit Wagen. Ich dachte, man könnte die Lampe vielleicht kaputt. Leute. Hä? Für denselben Bereich, wo ich gerade war am Anfang, oder? Ja, klar. Warum ist das jetzt plötzlich alles anders? Oh! Er hat aber auch nichts gesagt, die Olte. Mann! Mach das doch nicht! Was ist denn jetzt mit ihm? Oh, Leben ist gar nicht mehr so gut. Aber wir können das Hühnerei nutzen. Das reicht erstmal. Die Tiere Jay ist geil. Ja, passt, Unon. Das passt. Ah, warte mal. Wie teuer ist denn jetzt das Herstellen? Ach, Öl. Was ist das denn? Da brauche ich irgendwelche geilere Munition. Doch, habe ich ja. Rohstoffe large. Ich finde immer MP-Munition finde ich immer scheiße. Ich mag keine MP, also außer natürlich, du hast das Spiel durchgespielt und dann kannst du irgendwie unendlich Munition haben oder sowas, dann ist das funny. Aber für so einen Resi-Durchlauf mag ich MP-Munition halt gar nicht. So, was ich aber jetzt noch machen wollte, ist, ich wollte ja noch mal gucken, was hier so geht. Wo sich jetzt so viel geändert hat. Natürlich. Buenas, ey! Bueno, bueno. Ich hab keine Ahnung, ob ich gleich nochmal Stress krieg. Deswegen entschärfe ich mal lieber hier nochmal alles. Wir keinen Stress krieg. Genau, was drin? Nee. In dem Haus daneben müssten wir aber noch mal rein. Das ist ja ganz cool, hast du wenigstens noch mal die Chance, doch noch mal die Schrotflinte zu holen, wenn du sie verpasst hast, ne? Außer natürlich, du bist wirklich blind. Natürlich auch sein, dass es solche gibt. Gibt solche und solche, ne? So. Auf den Shit. Ist das ein alter Kompass? Okay. Da was reinstecken? Ne. Gibt einfach nur Kohle. Oh, 1000 gibt die nur? Das ist belastend. Okay, was ist das Beste, um Edelsteine einzusetzen? Shift. 3. Ein Trio ist das Beste. Also 3 rote. Bei 3. Ich kann noch mal warten, vielleicht kriege ich ja noch bessere. Ich muss ja noch nicht verkaufen aktuell. Weiß nicht, ob es da ein Maximum oder Minimum gibt. Um alles zu entschärfen. Alter. Guck ich in den Chat und dann laufe ich durch diese Scheiße hier durch. Frage ist, muss ich da sogar weiter? Ich glaube, ich muss da durch. Weil hier ist jetzt der Turm kaputt. Aber hier ist sonst nichts mehr, ne? Na. Also wieder in den... Alter, in den dunklen, dunklen Tunnel, der auch gar nicht gruselig ist. Ich fühle mich da schon irgendwie eher damit, so was hier durch den Tunnel zu gehen. Ja, ist scheißegal, ob ich die Tierchen hier habe.
Muss ja nicht Ratten killen. Oder? Lol. Sie ist einfach im Dreck verschwunden. Der Lümmel. Hey, ist einfach nur deren Müllabfuhr oder was? Was ist das hier für eine Scheiße? Einfach nur für deren Müll. Hallo? Haben Sie mich noch nicht gesehen, gnädige Frau? Hallo? Buenas dias? Por favor? Okay, du siehst mich jetzt. Das ist wirklich dumm. Hey, sieht mich wirklich nicht. Ganz schön dumm von ihr. Du hast mich aber gesehen, ne? Ja. Merde. Ach ne, ist Französisch. Ich hätte auch da lang gehen können, ne? Stimmt. Hätte ich gleich durch diesen unteren Weg gehen müssen. Klingelt hier. Ich hätte auch. Das ist die. Das war die Lampe von da gerade. Kann was hier in dem Dingen sein, bevor ich hier weitergehe? Kann hier irgendwo was. Nee, in dem kaputten Kirchturm ist hier nichts. Wer hat die überhaupt in die Luft gejagt, den ganzen Kirchturm? Naja. Da, wo die ganzen netten Gegner drin waren, gehen wir auch erstmal hin. Kirche ist nämlich jetzt rum. Das war das Spiel mit der Schlange. Unangenehm. Was bringt uns die Viper? Eine mittelgroße, ungewöhnlich befleckte Schlange, die nach Entfernung der Giftdrüsen gefahrlos essbar ist. Kann verzehrt. Was? Ich esse die Schlange? Okay. Hey. Whatever. Alles, was Leben bringt. Er sieht im Zweifel. Warum ist hier überall so Qualm auf dem Boden? Junge. Hagrid ist gestorben. Ist aber unangenehm. Schlange ist eigentlich echt lecker. Ach so. Ja, nee, du. Also ich habe jetzt noch nicht so häufig Schlange gegessen in meinem Leben, muss ich sagen. Weiß ich jetzt auch actually nicht, ob ich unbedingt Schlange essen muss. So generell, so Reptilien. Weiß ich nicht. Illuminados 4 von 9. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zehnten an Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Der Krokodil habe ich mal probiert. Ist jetzt so ein bisschen wie so ein sumpfiges Hühnchen. Fand ich jetzt auch nicht so, dass ich das. Lol, bist du wirklich dran? Fand jetzt nicht so unfassbar nice. Achso, das mache ich mir jetzt keine Gedanken drum, dass hier so ein riesiger Schädel ist. Okay. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt nochmal, glaube ich, Krokodil bestellen. Ehrlich gesagt. Ich würde es nochmal probieren, wenn es geil zubereitet ist, ja. Aber absichtlich bestellen würde ich es, glaube ich, nicht, wenn ich nicht was anderes hätte. Händlertipp, die vernünftige Entscheidung. Hast du satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwerten. Deshalb kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht,
hier auch die Rezeptur für Bolzen anzulegen, damit du deine überzähligen Messer in, du ahnst es, Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Und das ist noch nicht alles. An den Bolzen kannst du Näherungsminen als Minenaufsatz anbringen und die Waffen so quasi zu Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodiert auf der Stelle. Schießt du sie auf Objekte oder und sie werden zu Annäherungsmine. Okay. Verlierst den Bolzen, aber es ist das doch allemal wert. Okay, das macht natürlich Sinn, aber du verlierst. Also viele Messer habe ich leider gar nicht. Da Hallo. Ist was Neues reingekommen. Das könnte oh, wie dich schön. Interessieren. Ja, mit Sicherheit, mein Freund. So, ab in den Schatz. Ja, dann dreimal rot, ne? Ja. Kann ich theoretisch jetzt den da auch noch reinmachen? Kann ich den nicht entfernen? Ne, ich entferne den nicht. Da habe ich Angst, dass die nachher weg sind, die Edelsteine. Gibt mehr Leben, wenn du Rubine in den Kopf sockelst. Glaube ich. Hallo. Willkommen. Ich habe was Neues für dich, Partner. Alter, wie viel Sachen, wie viel Zeug da. Ich hätte gern unten die Rohrzange, mein Freund. Es gibt auf jeden Fall Kohle. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Verkaufende Vipern zum Abschluss des Auftrags Vipernjagd 3. Okay. Mach erstmal nix. Könnt die Pistole verkaufen. Weil ich spiele ja eh nicht mehr die. Wo ich kann ja erstmal lassen. Scheiß drauf. Whatever. Ein hervorragender Deal. Da wäre das Laservisier. Es gibt den gelben Diamanten. Und immer noch das gelbe Kraut. Okay, das ist natürlich egal. Ja gut, wenn das im Sonderangebot ist, dann muss ich ja jetzt schon quasi das kaufen, ne? Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Liebe es, mein Inventar ist voll. Mega. Ist das 4x2? Ah, doof. Hallo? So. Ja. Wer diese Waffe kauft, braucht nicht nur das nötige Kleingeld. Es braucht auch Eier. Dankeschön. Informationen sind heutzutage eine Waffe. Holzen bauen will ich natürlich auch lernen. Das macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt den Bolzenwerfer auch stark mache, ne? Keine Sorge. Ich kann theoretisch alles stark machen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Komm jederzeit wieder. Ich schmeiß mal irgendeine Sache weg. Ich glaube, ich mache mal die Sniper weg. Um ein bisschen Platz zu haben. Anderes Shit kann ja erstmal bleiben. Weil andere Zeug kann ich eh nicht verstauen, außer die Waffen. Bin ja gespannt, was das Bolzenteil kann. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Und da kann ich jetzt eine Mine ansetzen. Dafür musst du ja erstmal so Minen haben, oder? Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Shotgun ist halt natürlich auch echt nicht unwichtig. Ich mach jetzt einfach aus Spaß mal den Bolzenwerfer erstmal, oder? Ja, komm. Guck auf den Bolzenwerfer. Wie du es haben wolltest. Einfach beides. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fred. Angenehme Reise. Beiden. Willkommen. Ey.
Nächstes kaputt Mal hauen. Du aber was, ja? Was mache ich denn mit den Seidenkristallen? Na dann, was kann ich für dich tun? Ich kann einfach verkaufen. Ich kaufe fast alles. Scheiße, jetzt hätte ich ja dann auch... Naja. Nicht schlecht. Whatever. Jetzt stellt sich die Frage, kann ich die Viper auch jetzt schon verkaufen und dann zählt das? Weil dann würde ich das machen. Ich speichere mal, ob das zählt. Oder ob ich alle drei auf einmal verkaufen muss. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Haha, ich wusste, du bist ein Macher. Okay, ich hab keine Ahnung, ob das gezählt hat. Stirb mir da draußen nicht weg, haha. Okay, keine Ahnung. Gut, dann ich lasse das trotzdem jetzt. Ach, guck an. Perfekt. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren. Bevor dies mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Gut, Auftrag gefunden. Perfekt. Und wie kann ich jetzt so ein... Wir haben halt nur ein Messer, ne? Halt erstmal die drei. Die Frage ist halt, wie häufig ich daran ziehen muss, dass sich das lohnt. Aber gucken wir mal. Was hab ich denn da wieder gerade labern hören? Wo sind wir denn hier? Wird auf jeden Fall dunkel langsam. Hallo? Oh. Das sieht ja auch wieder hier alles sympathisch aus. Eine Kirche. Das muss sie sein. Aha. Was da was im Kopf stecken, mein Freund? Nein. Ja, nice. Okay, die Bolzen sind schon cool. Für so nicht Stress. Wenn du Stress hast, ist halt halt blöd. Aber für ohne Stress ist ganz schön geil. Okay, gut zu wissen. Ich will sowas zum Beispiel nicht. Ich habe schon so weit gedacht wieder. Für sowas nicht so geil. Wahrscheinlich hätte ich da auch den Bolzen dem in die Fresse hauen können, aber hey. Das ist gut. Hier noch was. Papa, 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 Papa. Die Raben, Alter. Ich als Bengel würde die Raben ja gerne zerpflücken. Verdammt. Schade. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Okay. Cool, 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 cool. Links oder rechts rum? Links rum. Hier ist nix. Hier ist nix. Was ist da? Ja, muss ich wieder irgendwas da reinpacken. So, was weiß ich gerade definitiv nicht. Hier weiter? Ne. Ist auch zu. Also rein in die Kirche, oder was? Hallo? Ich hier rein? Hey, kann ich rein? Okay. Da kann ich auch lang. Scheiße. Viele Wege. Naja, ist nicht so viel. Was ist das? Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf euren Befehl.
Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt den Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Mega. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Ja, da komme ich durch. Ja, nö. In einem Resident Evil wird da niemals eine Überraschung sein. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Was ist das? Ach, das ist die... Oh mein Gott, ich dachte, das wäre der Kopf, das Halstuch. Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Aha. Cool. Handy benutzen. Also, hey, speichern. Dann gehen wir nochmal zurück. Gucken, was hier ist. Und sonst gehe ich, glaube ich, da den Weg runter, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Oh, hier sind wieder Aufträge. Grabschänder. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, im Frieden zu ruhen. Denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht jemand, irgendjemand die Wappen auf ihren Grabsteinen zerstören? Okay. Machen wir das mal. Eleganter Haarschmuck. Dankeschön. Gehen wir mal. Ne, noch nicht da hoch. Komm ich da weiter dann? Erstmal müssen wir hier nach den Gräbern suchen. So, jetzt ist natürlich die smarte Frage. Was soll ich denn jetzt zerstören? Oder sind es die beiden Wappen? Hier ist auch nochmal so ein Wappen. Hier ist auch nochmal so ein Wappen. Okay, was ist denn das Wappen der verräterischen Brüder? Ist alles voll damit. Achso, vielleicht sind das die zwei, die nebeneinander sind. Hätte ich da ein Zeichen für bekommen? Meine Aufträge sehen? Nee. Okay, weil die jetzt nebeneinander sind, ja jetzt getippt, dass da die beiden sind, aber... Ich schieß jetzt mal die Zweier da ab. Okay. Ja. Cool. Hat wohl geklappt. So, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen dann durch den Keller durch, um da rechts zum See zu kommen, weil das ist ja unsere Aufgabe. Aber ich will natürlich noch gucken, was hier ist. Dafür ist ja auch ein optionaler Bereich. Oder eine Blendgranate. Seht ihr? Optionaler Bereich. Schön. Putsch. Ich höre sie hier schon wieder überall rumlabern. Jetzt speichern, weil das haben wir ja wieder ein bisschen was geschafft. So, rein da. Erstmal hier aufmachen. Mega sinnvoll, dieser Weg. Mega sinnvoll. Lago. Hier lernst du sogar noch richtig Spanisch. Ist das nicht schön? Ich habe so super viele Spuckflecken auf meinem Bildschirm. Und ich wollte gerade sagen, oh, die Sterne sind aber schön. Ich sollte den Bildschirm mal wieder sauber machen. Nee. Das will ich nicht. Ah, 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 ah.
Was wollt ihr von mir, ja? Na, komm doch ran. Nee, nee. Ey, ich hab hier deine Axt. Komm rum. Warum kommen hier jetzt so viele? Vamos a la playa. Oh. Aus dem Weg. Lol. Hab ich gerade meinen Bolzen kaputt gemacht? Ha! Okay, ich habe einen kaputt gemacht tatsächlich. Das ist ja ganz schön scheiße. So assi. So assi. Einmal gegen die Wand gepfeffert. Komm ran. Nicht schlecht, ne? Nee, not bad. Ich hab das Gefühl, der will gleich nochmal aufstehen, der Kollege. Dankeschön. Das ist schon geil, das Bolzengerät. Feier das ein bisschen. Was macht er denn? Was war das denn jetzt für ein Move? Warum kann ich das nicht anfeuern? Moment. Ich hab dich doch hinter mir gehört, wollte ich gerade sagen. Ist echt nicht nötig. Macht man nicht! Tu doch wirklich nicht Note. Nee, da brennt nachher alles ab. So. Tschüss. Oh, Spinell, nice. Nehme ich gerne. Da habe ich jetzt die Ruhe. Ja, komme ich so runter, okay. Willst du wieder runterkommen? Dankeschön, Krulz. Dankeschön, Ultima Dobbium. Dankeschön, Creed Rider. Robin Robster, Changster, Let Chicken, Beneficium, Merciful Hero, Poker, Der Ich, Lefty, Kiffy Kiff. Crossfire, Cheesy Place, Chrissy Boyx, Kev Ackermann und Paxor. Dankeschön für alle eure Subs. Als Remake, jetzt kann ich auch neue Abschnitte geben. Ist doch geil. Ist doch super dann für die Leute, die das schon gespielt haben. Ich kann mich wegen gar nichts mehr erinnern. Ist doch umso geiler dann. Oh! Geil, der Bolzen ist zurück. Ist ja nice. Muss nicht sein hier. Ich bin so lange gebraucht zu zielen. Das ist voll scheiße, das Ziel mit dem Teil. Es nimmt kein Ende. Ja, wo hab ich den denn jetzt? Nein! Jetzt ist der da hinten wieder. Hey, Bolzen sind wichtig. Die müssen geholt werden.
Moment, auf der anderen Seite. Wunder. Knarzt es schon wieder. Ist hier irgendwas? Oder ist das einfach diese gesamte Brücke? Die hier einen stresst. Irgendwas knarzt hier doch. Da! Okay. Hä? Sie dann landet sie dann unten? Aber was soll ich machen? Liegt jetzt da unten, ne? Vielleicht komme ich da runter. Nee, nee, ich hör schon wieder hier piepen. Das muss nicht. Piep, 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 piep. Erstmal, wie wolltest du den dann nachladen? Ich glaube, wir kommen nicht weiter, ne? Schade, schade. Oh. Oh, wieder ein Auftrag. Nice. Aufträge sind cool. Bin mal ganz nice. Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Cool. Ihr seht hier diese blauen... Okay, wir müssen im Steinbruch bzw. der Fischfarm 5 Medaillons wieder kaputt machen. Also in dem Teil, wo wir jetzt sind, gehe ich mal von aus, ne? Und nicht mehr hier. Aber das werden wir dann wohl sehen. Na gut, okay. 5 Stück. Erstmal müssen wir, glaube ich, jetzt fighten, tippe ich mal. Weil irgendwie ist hier... unangenehm voll. Ach so, lol, die Wauzi habe ich gar nicht gesehen. Die ging ins Auge. Also irgendwas ist hier hinter. Und das gefällt mir alles nicht. Aber da muss ich jetzt gar nicht hin gerade. Ich muss hier erstmal die Gegend erkunden. Scheiße, ich habe keine andere Chance, oder? Ich kann hier lang. Okay, ich gehe doch mal dahin. Was ist hier? Hallo? Okay. Moment, ich habe sogar das Blau gesehen da. Hä? Wo? Hä? Da! Was? Was? Jetzt mal im Ernst, da war ich doch zweimal drauf, oder nicht? Nope. Okay. Blaue Teile suchen.
Wo ist es denn hier wohl blau? Oh, hallo. Nice. Das Rubinchen nehme ich mit. Frage ist... Munition. Hä? Junge, wie blind bin ich? Da, sehr blind. Ab wann zählt das denn hier zu dem Steinbruch? Kann hier auch schon blau sein? Gehen noch mal weiter. Ich finde es erstaunlich, dass hier in diesem Bereich nur ein blaues sein soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. So schwer sind die jetzt auch nicht versteckt. Die leuchten ja schon relativ stark. Gehen noch mal weiter. Oh. Den darf ich nicht benutzen. Das ist aber traurig. Wirklich traurig. Ja, das ist wieder der Händler. Ey, wo soll das hier blau sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn ich mal angucke, was der Bau... Der Bauernhof war der Bereich. So, und jetzt ist der Steinbruch doch ein ähnlicher Bereich. Aber Fischfarm. Keine Ahnung, was die Fischfarm ist. Vielleicht gibt es da wirklich zwei Sachen. Na gut, okay. I don't know. Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mir extra Kohle mit der extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in Verbesserung gesteckt hast, zurück. Oh, geil. Es gibt einen Hakenpartner, wir wollen nur dein Bestes. Gibt keinen Hakenpartner, wir wollen nur dein Bestes. Okay, das ist nice. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Alter. The Emeritus. Dankeschön. 10 Community Subs. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr nice. Very nice. Achso, darf ich jetzt mir das nicht nehmen? Einmal bitte F's in den Chat. Ist das hier die Fischfarm? Kann ich hier kaufen. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Okay, danke schön. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Nehme ich wieder. Ich guck noch mal kurz, ob ich irgendwas tunen kann. Ah. Not really. Da kann ich nicht was reinstecken. Willkommen. Ein hervorragender Deal. Gut. Und eine Viper verticken? Ja, dann ist die Frage, ob ich wirklich die Pistole verkaufe. Besten Dank. Die Sau. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Na dann. Was kann ich für dich tun? Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Laber mich doch nicht voll, Kollege. Ja, wir können nicht viel Neues kriegen, ne? Dann warte ich noch mal. Wir kaufen... Ich garantiere das kaufe ich nicht. Du wirst deine Investition nicht bereuen. Wir tunen uns eine Waffe hoch. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh.
Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wäre das dann alles? Stirb mir der labert ja ohne Ende. Gar nicht auf. 6-eckiges Teilstück. Okay. Keine Ahnung, was das wieder ist. Das sind so Tigerköpfe. Aber sehr säbelzahnlastig. So, jetzt haben wir die... Da könnte ich theoretisch runter. Kann ich da runter speichern? Du hast den Geruch muss des ich hier runter? An dir kleben. Ich kann hier runter. Ich will aber erstmal hoch. Warum war noch ein anderer Weg? Was ist hier? Achso, wow. Ah doch. Okay, komme ich auch weiter. Hey, wo ging denn jetzt? Okay, ich bleibe erstmal hier. Das hab ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden, was ich hier alles machen kann. Ich auch nicht, was das so sein könnte, Mensch. Da drüben ist irgendwas. Hm. Da will ich hin. Wow, ist ja riesig. Du bist tatsächlich sehr groß. Ja, früher oder später werden wir da wohl landen. Geht es jetzt hier weiter oder was? Es halt auch weitergehen, ne? Guck ich mir den Fahrstuhl doch nochmal an. Und das sieht mir doch viel vielversprechender aus, weil ich da unten gesehen habe. So, was ist hier unten? Ich dachte, hier unten wird es weitergehen. Da oben wäre halt gar nicht so viel, aber irgendwie ist das nicht so. Jetonautomat. Mit 3 silbernen und goldenen Jetons können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Schade, ich habe nicht einen Jeton. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Schießstand regeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Wir sind auf deinem Ergebnis, verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise, tausche deine Jetons am Jeton gegen Talisman. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in der Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischst, kriegst du Punkte Abzug. Für manche Ziele braucht es mehr als nur einen Schuss, baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, taucht Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Okay. Stellst, lass ich mal springen. Ein paar Kinkerlitzchen, du weißt schon. Egal, viel Spaß. Okay, die Piraten. Okay, die 200 haben wahrscheinlich einen Schuss. Okay.
Alles klar, wir gucken mal. Mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Okay, wir machen das mal. 3, 2, 1, leg los! Ah! Okay. Ist ja witzig. Das ist auch safe neu. Fantastisch. So geht das. Shit. Nein! Das ist belastend gewesen. Ja, wir haben 2 silberne Jetons bekommen. Mein Freund. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss ab. 3, 2, 1, leg los. Hervorragender Schuss. Genau so. Du bist ein Nachladen. Ja. Ich hab den voll abgeschossen. Zerstörte Ziele 2 von 6? Ziele verschwunden. 3, 2, 1, leg los. Fantastisch. Genau so. Oh, Trauma. Nachladen. Steh ich nicht. Wohin denn? Alter. Und das Spiel ist vorbei. Holy shit, das ist so schwer mit der dreckigen Pistole. So eine Performance sieht man nicht alle Tage. Du schießt so häufig da drauf. Trotzdem funktioniert es nicht. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. So, ich muss ja darauf schießen. Logisch, Alter. Oh mein Gott. Hervorragender Schuss. Fantastisch. Schon komplett. Oh, lol. Nice. Zeit abgeladen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. 4 von 6, wo ist denn der andere? Kann doch nicht so einfach sein, schwer sein hier.
Spielen ist so scheiße! Das gibt's doch nicht! Erstklassiger! 3, 2, 1, leg los! Oh, traumhaft! Hervorragender Schuss! Nachladen! Mach das mal mit, mach das mal mit dem Controller, Alter! Viel Spaß damit! Scheißstreuung von der Pistole, ne? Kotze. Oh, traumhaft. So geht das. Möge die Bonuszeit beginnen. Du bist ein Künstler, Partner. Wie 5 von 6? Hä, wo ist denn der andere? Hä, was für eine Truhe? Willst du mich verschaukeln, Partner? Ein perfekter Lauf? Ich hab einen verfehlt. Ich mach das jetzt. Ich zieh das durch. Ich will jetzt dieses Scheiß. Ich will jetzt diesen goldenen Jeton haben. Ohne Munition da, Partner. 3, 2, 1. Leg los. Fantastisch. Ich habe eigentlich genug Zeit so insgesamt. Außer bei der Bonusrunde. Da muss ich mich beeilen. Okay. Läuft wieder hart mit dem Aim. Oh, traumhaft. So geht das. Die Seiten stehen auf Kugelhagel. Feuere, was das Zeug hält. Fantastisch. Du bist ein Künstlerpartner. Kotze. So geht das. Oh, traumhaft. Genau so. Meine Gebete wurden erhört. Ein Meer aus Zielscheiben. Ich hab keinen Bock mehr. Lauf. Scheißegal, können wir am Arsch lecken. Leon mit Flinte, der Verkaufswert von Munition steigt um 40%. Mega. Mega. Talismane können auf jeden beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassen gewechselt werden. Das ist ja mega. Manche der Scheiben sind 3, 2, 1. Leg los. Hervorragender Schuss. So geht das. Oh, traumhaft. Nachladen. Thank you.
Das ist ein Witz! Halt! Leg los! Ja, diesmal habe ich nicht getroffen. Das stimmt. Ja, Neustart nicht scheiße. Wie kann der nur so wackeln? Das ist ein Scherz! Das ist so ein schlechter Witz, ey! Das kann nicht wahr sein! Ich zitter nicht! Das war der scheiß Spiel! Fresse, ey. Jurundal, danke schön für den 28-fachen Zersolter, Saxon, Pigmento, Vanille, Fritz der Richtige, Meister Manni, Wüter. Vielen, vielen Dank für eure Subs. Dankeschön. So zittrig, ey. Es ist ein Witz. Es kann nicht sein, dass der nicht da trifft. Das ist wirklich ein schlechter Scherz. Ich bin so dermaßen getiltet, ne? Ich bin so getiltet. Krass, ich mach den Stream gleich einfach aus. Das ist unfassbar. Ich raste aus. Ich raste aus.
keiner erzählen. Dass er dann niemals trifft. Außer es kommt um gar nichts drauf an. Du musst weniger zittern, Alter. Wenn das noch einer schreibt, ich bann den weg. Und das meine ich nicht. Das meine ich ernst. So geht das. Hervorragender Schuss. Möge die Bonuszeit beginnen. Fantastisch. Du bist ein Künstlerpartner. Das ist wie Biathlon hier. So tiltet, ich mach einfach schon die Scheiße einfach so weg. Umdrehe, dann mache ich mich voll. Ich kann nicht damit Rassel machen. So eine Scheiße. Alter, ich bin so gebrochen, ne? Ich bin so gebrochen. Es ist nicht normal. Schon wieder bereit. 2, 1, leg los. Oh, Trauma. Genau so. Nachladen. Wo ist dieses Radio? Wo ist das Radio, auf das ich schießen kann? Vorher von wo wird geredet hier? Und das Spiel ist vorbei. Ziele verschwinden. 3, 2, 1. Leg los. Fantastisch. Ich schieße zweimal, ist mir egal. Ist hierher. Ah! Ah!
Das war ja voll entspannt. Das war ja komplett entspannt. Alter, das wird mich noch mehr tilten. Hervorragender Schuss. Du bist ein Künstler, Partner. Hervorragender Schuss. In die Eier. Nachladen. Alter, das ist aber schwer. Die Martins hier abzuschießen. Boah, die gehen richtig. Okay, das ist hart. 10! 10! Alle killen und für die Bonusrunde. Holy shit. Okay, der letzte ist hart. 3, 2, 1. Der letzte ist hart, Leute. Muss halt erstmal auch lernen, wo die Dinger sind, ne? Fantastisch. Alter, das Spiel ist okay, dann darf ich nicht dein letzten Ding, Mann. Der letzte ist echt arschig. Der letzte ist richtig arschig. Da muss ich echt, das muss er erstmal mal lernen. Ach, voll drauf. Nein! Egal, erstmal lernen. Kommt der hier? Der. Erstmal nachladen. Okay, ist sie dann weg. Hervorragender Schuss. Fantastisch. Du bist ein Künstlerpartner. Fantastisch. Feierabend. An der 9? 8. Okay, eine fehlt mir. Den einen weiß ich ja, den habe ich verkackt. Das ist ein Künstlerpartner. Hervorragender Schuss. Hä? Nachladen. Also ich finde, ich bin da teilweise drauf.
Es reicht nicht. Eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne Munition da, Partner. Scheiße. Wir brauchen noch einen. 3, 2, 1. Wir brauchen die volle Punktzahl. Das heißt, da muss ich jetzt aber auf die, einfach nur auf die Dinger gehen. Ah, ne, doch, die Punkte brauche ich auch, ne? Scheiße. Gibt ja 300 extra. Fuck. Ja, egal. Ja, aber wer war da noch nicht alles voll, leider? Das ist scheiße. Wenn du das verkackst, ey. Da überlege ich lieber, ob ich das nicht einfach den ersten. Ja, schwierig. 3, 2, 1. Leg los, Doppelkill. Oh, traumhaft. Du bist ein Künstlerpartner. Fantastisch. Einfach alle Zeit der Welt lassen, weil du hast ja eh genug Zeit. Weil wenn ich so langsam bin, kann ich das auch so machen. Aber gut. Muss ja wohl alles geklappt haben, oder? Ich habe alles gekillt. 90 von 10? Wo habe ich denn wieder einen verkackt? Das gibt's doch nicht. Erstklassige Arbeit. Wo habe ich denn die eine Marke verkackt? Echt am Anfang. Ey. Oh Mann. 2, 1. Niklas, Doppelkill. Ach der, oh mein, oh mein, oh mein Gott. Ich weine. Du bist ein Künstlerpartner. Da war ich wieder zu schnell. Die Seiten stehen auf Kugelhage. Feuere, was das Zeug hält. Ah, ist schon scheiße. Den Nachladen vergessen. Mann! Schuss. Oh, traumhaft. Fantastisch. Du bist ein Künstler. Der war überhaupt nicht drauf, aber hey, whatever. Immer auf die Eier. Scheiße, dann fehlt mir halt einfach das. Dass ich die doppelt schießen muss. Das gibt's doch nicht. Erstklassiger. Das ist doch belastend. Ich muss die doppelt, glaube ich, kaputt machen. Ey, das ist richtig 3, schwer am Ende. 2, 1. Leg los. Doppelkill. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Oh fuck. Bis hierher. Ziele verschwinden. Okay, was kann denn die andere Challenge? Ich habe jetzt echt auch nicht mehr so viel Bock auf dich, Kacke hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stell. Alter! Hervorragender Schuss! Okay, sich. Ja, war wohl ganz klar drauf geschossen. Ah ja, mhm. Da schieße ich ja durch. Das ist ja blöd. Möge die Bonuszeit beginnen. Das ist ja komplett unmöglich. Das ist ja schrecklich. Das ist ja komplett schrecklich. Ja, reicht mir jetzt. Reicht mir wirklich jetzt. Ist okay. Boah, ey, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. So, was haben wir hier noch Schönes? So, jetzt machen wir hier so drei Goldene da rein. Gucken mal, was da drin ist. Isabel, Viper. Was ist das für ein Schmutz? Ich dachte, die Goldenen sind die Guten. Gewöhnlich. Ja, mit so Reparatur von Messern ist 30% günstiger. Okay, das ist gar nicht so scheiße. ...50% häufiger Herstellbonus auf Bolzen? Wie, hä? Hä? 15% das ist ein Herstellbonus, da kriegt er einfach mehr oder was? Und da kriege ich 1,5 Bolzen oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, Alter, ey. Boah. Das hat. Ich kann jetzt hier kurz gucken. Kannst nicht deine Koffer anpassen. Ja, da finde ich ja noch das mit der Herstellung von Pistolenmunition am besten. Guck mal, ich kann mit. Lol. Ah, ich kann drei Dinger davon machen. Keine Ahnung, ich benutze halt alles nicht. Wahrscheinlich das Messerding. Ja, wunderschön. Ganz schick die Talismänner. Mann, Mann, Mann. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich bin ehrlich durch. Ich bin durch für heute. Das ist ganz schön geil. Das macht Bock. Das macht Bock, das Spiel. Werden wir auf jeden Fall weiter spielen im Stream. Ich muss jetzt noch Essen machen. War heute für mich ein langer Tag. Ah, ihr könnt nochmal die Boni gucken, das interessiert mich. Da einfach. So Charaktermodell? Okay, keine Ahnung. Outfits, Modelle, Konzeptart. Okay, man kann ja einiges freischalten. Naja, gut, okay. Uiuiui, Alter, hier kannst du ja richtig viel zocken. Geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie und wann und wo ich das nächste Mal weiter streame mit dem, wie heißt es hier, Resi, kann ich euch ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, weil wir haben noch nicht die nächste Woche geplant. Aber was ich euch zumindest sagen kann, ist, dass morgen um 17 Uhr Diablo wieder geplant ist. Morgen um 17 Uhr ist wieder Diablo geplant. Wenn die Server wirklich down sein sollten, dann werde ich vielleicht Resi streamen.
Ja, und nächste Woche werden wir dann sehen, wie das zeitlich dann so passt, weil nächste Woche ist ja auch noch Donnerstag Spotted abends und ja. We will see, Leute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch reden. Ich vergesse es immer wieder. Wen nehmen wir denn? Wen haben wir denn da? Ab nach Diablo, Leute. Raid. Lasst mal Jesse. Liebe Grüße da. Den haben wir auch mal Diablo gespielt. Glaube ich, Diablo 3 war das. Lasst mal einfach liebe Grüße da. Und wenn euch Diablo nicht so viel interessiert, was natürlich sein kann, lasst trotzdem liebe Grüße da und dann könnt ihr gehen. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Tschö.